Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt zu Railway Empire 2. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr hier seid und wir gehen in ein neues Szenario. Und es ist vielleicht das ikonischste Szenario, welches es in den USA gibt, welches es in historischen Eisenbahnspielen gibt und natürlich darf es auch in Railway Empire nicht fehlen, und zwar die Union Pacific. Und die erste transkontinentale Eisenbahn durch die USA von der Ostküste bis an den Pazifik. Wir werden hier den Teil der Union Pacific spielen und wir sollen von Omaha über die Great Plains und die Rocky Mountains und uns dann bei Salt Lake City mit der Central Pacific Railroad treffen. Railroad treffen, das ist natürlich wieder super deutsch. Man merkt sofort, dass ich wieder abdrifte in meiner Sprache. Aber dazu genug, das Szenario kennen alle, Thomas Durand und all die Legenden des Eisenbahnbaus. Zigfach erwähnt, zigfach verfilmt. Wir schauen uns diese Interpretation aus diesem Spiel jetzt an und gucken mal, was hier so geht. Als Charakter werde ich die Unternehmerin nehmen, Miss Severnaika. Einfach, weil, warum nicht? Und wir bauen die Union Pacific Railroad und freuen uns darauf, was so kommt. Standardeinstellungen wie immer und den Ladescreen erspare ich euch. Da sind sie ja und sogar fast pünktlich. Vielleicht haben sie Thomas Clark Durand erwartet, den Chef der Union Pacific. Leider ist er unabkömmlich, da er sich gerade auf dem Weg nach Washington befindet, um einige Politiker zu treffen. Daher bat er mich, Sie für Ihre Arbeit zu instruieren. Mein Name ist Granville Mellon Dodge und ich bin Ingenieur für die Union Pacific. Da ich noch andere Projekte zu überwachen habe, lasse ich Ihnen im Wesentlichen freie Hand, sofern Sie Ihre Aufgaben erfüllen. Legen Sie am besten sofort los. Ich habe Ihnen die ersten Ziele bereits notiert. So, da sind wir schon. Die Einweisung war kurz. Auf Thomas Durand müssen wir noch verzichten. Und wir werfen einen Blick auf die Karte. Von Omaha müssen wir am Ende bis Salt Lake City hier rüber. Das dürfte der Übergabepunkt sein. Promontory Point. Als Übergabestation hier sehen wir schon die Central Pacific. Sehr, sehr schön. Und ja, wir werden uns jetzt vermutlich hier in dem Bereich rumschlagen. Wir schauen uns die Ziele an. Und die sind: Schließe die Städte North Platte und Sears in Sioux Falls an das Streckennetz an. Erziele eine mittlere Bilanz von 70.000 pro Woche. In Omaha Verfügbarkeit von neuen Waren. Damit ist doch wohl alles klar. Und wie die Reise hier laufen wird. Und wir gucken uns einmal noch ein bisschen im Süden an. Kansas City. Da wäre noch Holz. Da ist auch Holz. Okay. Hier haben wir diesen Hügel. Ich werde mir einmal die Höhenlinien anzeigen, dass wir wissen, wo wir rumbauen müssen. Das heißt, entweder hier die Südroute oder die Nordroute. Und dann auch hier Richtung Denver, Dodge City. Hier ist die Südroute. Okay, also gut. Wir haben einen Plan. Ich habe einen Plan. Also, unsere Ziele sind bis 65, das heißt relativ schnell, die Städte North Platte und Sioux Falls anzuschließen. Das heißt, ich darf hier nicht irgendwie bummeln. Also kein Bummelzug. Die hier zuerst. Und die werden auch zuerst fahren. Nach Omaha. Und dann würde ich gerne hier diesen Dreierblock irgendwie dranbringen. Um Ressourcen, Geld und dergleichen. Und mit dem Geld, das ich aus diesem Block hier verdiene, möchte ich dann die Expansion in den Westen bezahlen. Das ist der Plan fürs komplette Szenario. Ob das so klappt, werden wir sehen. Hier kommt jetzt erstmal die erste wichtige strukturelle Entscheidung: Sioux Falls oder North Platte. Und ich denke, also bin ich. Ich denke, wir fangen erstmal damit an, nach Omaha einen Bahnhof zu setzen. Oh, da die Firmen liegen hier aber wild. Wenn wir das so bauen, haben wir wenigstens.
So ist, glaube ich, mir am liebsten. Das gibt mir die Möglichkeit, hier auch die Südroute gleich mitzudenken. Das ist, denke ich, okay. So, da sind wir. So, damit ihr das besser sehen könnt, Höhenlinien weg. Omaha wächst. Bestimmt. Dann. Sioux Falls hat keine... Ja, keine Förderung, aber hier das Holz. Jetzt müssen wir uns überlegen. Ihr kennt mich in der Zwischenzeit. Ich mag das Konzept der Schnellfahrstrecke und daran möchte ich festhalten. Und das heißt, hier haben wir jetzt auch den Rand der Karte. Das heißt, ich möchte mal von hier gucken, was hier so eine Route eingleisig nach Sioux Falls kostet. $100,000, damit können wir arbeiten. Und ich möchte weiterhin getrennt Güterstrecken und dergleichen haben. Jetzt müssen wir eben überlegen, ob wir hier eine Schnellfahrstrecke bauen dahin und eine dahin, dass sich hier quasi zwei Schnellfahrstrecken treffen. Oder ob wir hier mit Brücken arbeiten, um darüber zu kommen. Das sehen wir. Aber wir beginnen mit der Strecke nach Sioux Falls. Da denke ich, fahren wir mit am sichersten. Okay, also das sieht hier erstmal gut aus. Hier müssen wir noch ein bisschen. Können wir noch ein bisschen optimieren? Kann hier auch noch ein bisschen rüber. Dann würde ich sagen, das ist eine ordentliche Bahn. Erdarbeiten sind auch okay. Parallelgleis. Uiuiui, da wird's schon teuer. Das sind aber die Bahnhofsgleise. Gönnen wir uns aber. Und natürlich rechts und links, wie immer. Ein Weichenkopf. Und Bahnhof. Und ein Zug fährt von Omaha nach Sioux Falls. Wir werden jetzt noch auf gemischte Züge setzen. Aber da haben wir leider... Wie sieht's da aus? Hier kommt ein Express. Ah, die richtig gute Gemischtwagen-Lok kommt erst da hinten. Das ist natürlich suboptimal. Das ist suboptimal. Wie machen wir das? Wie bekommen wir das ausgebügelt? Wir können auf jeden Fall die Express-Lok bald erforschen. Der Ten-Wheeler ist unsere beste Lok. Okay, das heißt aber, wir werden hier tatsächlich gemischt fahren. Einfach, weil momentan nicht besser möglich. Da wollen wir aber auf jeden Fall umstellen. Oh, Fracht ist auf. Wie viel fahren die schneller? Der fährt 58, damit können wir nicht arbeiten. 64. Die Rogers Mogul. Da wir zweigleisig sind, können wir auch mit zwei erstmal. Wir fahren mit einer. Das reicht. Hier geht es nur um die Verbindung der beiden Städte. Und jetzt wollen wir natürlich hier das Ganze in Fahrt bringen. Los, da ist er. Und wir brauchen. Und ich denke, Omaha ist nicht der Punkt dafür, sondern Sioux Falls. Hier wird die Wartung durchgeführt. Und außerdem kommt der Versorgungsturm irgendwo hierhin. Und ich habe perspektivisch, das kann ich auch gleich erst sagen, vor die Bahn von hier Omaha, Sioux Falls Rapid City, die auszubauen.
Und die North Plate-Route soll eher hier runter, dann nach Kansas City gehen und dann den Spike, den nicht den Spike, den Durchstoß nach Denver schaffen. Das heißt, das ist schon konzeptionell irgendwo gedacht. Jetzt werden hier erstmal Ressourcen verfahren mit der Kleinen. Aber da sind wir noch nicht durch. So, weiterer wichtiger Punkt. Nächster Punkt. Und zwar Holz. Wir wollen ja, dass Omaha wächst. Ich lasse jetzt die Zeit schon mal ein bisschen laufen und pausiere nicht, damit wir ein bisschen hier nach vorne kommen. Und wir haben natürlich hier einen Holzbedarf, der gedeckt werden muss. Und wir haben hier auch einen Holzbedarf, der auch gedeckt werden will, damit beide Städte wachsen. Und das wird hier auf der Parallelstrecke, werden wir eine Lok haben. Also wir werden hier den Bahnhof, überlegen wir gerade, so rum anfahren vermutlich. Lass mich überlegen. Ne, so rum. So, genau. Santa Carter Halt. Es wird hier perspektivisch so sein, dass das hier ein Güterbahnhof wird, der Omaha und Sioux Falls versorgt. Das geht jetzt nur noch nicht, weil wir uns jetzt aktuell, so traurig wie es ist, einfach die Lagerhalle dort nicht leisten wollen. Sagen wir es mal vorsichtig. Wir bleiben hier parallel, bis wir am Versorgungsgebäude vorbei sind. Gehen dann darüber. Und gehen hier wieder parallel, um dann hier einzufahren. Wie gesagt, das ist die Güterstrecke. Und die möchte ich perspektivisch ausbauen, sobald wir hier vom Gemischtwarenzug auf den Expresszug wechseln können. Das heißt, wir fahren hier Omaha, Carter, Sioux, Carter. Momentan lassen wir die Strecke einspurig. Wir fahren hier nur mit einer Lok und Fracht und behalten uns im Hinterkopf, dass wir das hier deutlich ausbauen müssen. Ja, bitte. Und damit geht hier der Frachtzug raus. Der wird hier auch nochmal Fleisch mitnehmen. Das sollte in irgendeiner Form das Wachstum der Städte beschleunigen. Hier wollen wir die Prämie mitnehmen. Also, unser Ziel wird sein, das ist der Zulieferbahnhof für die beiden Haltepunkte. Entsprechend wird da ein Lagerhaus reinkommen, irgendwann. Aber ihr seht schon, wir haben schon über fast eine Million ausgegeben und haben nur diesen Kleinkram hier gebaut. Jetzt ist die Frage North Plate. North Plate? Natürlich, so. Rogers Mogul erreicht 49. Super. 49. Großartig. Und hier geht's Holz raus. Und wir bekommen die Anschlussprämie. Das wird auf jeden Fall helfen. Jetzt wird wichtig sein, North Plate, auch an Omaha. Das haben wir ja schon gesagt. Hier, North Plate. Und da möchte ich südlich der Berge entlang. Und ich habe ja gesagt, wohin es perspektivisch gehen soll. Aber wir beeilen uns hier. Ich blende einmal die Höhenlinien ein, dass ihr seht, wo ich rüberfahre. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir zielen hier. 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 Und ich möchte hier tatsächlich im Norden passieren. Da sind noch ein bisschen Unebenheiten. Das ist ja schrecklich. Und dann möchte ich hier auf dieses Gleis. Und ja, wir wollen so da einfahren. Damit wir hier im Zweifel noch Bauoptionen haben. Und ihr seht, ich lasse hier das Gleis hier frei. Später für die Verbindung nach dort, nach Norden.
Und es wird hier noch zwei weitere Frachtgleise geben. Ich will nichts beschönigen, denn Ihre Aufgaben sind von höchstem Anspruch und mit nichts zu vergleichen, was Sie jemals erreicht haben. Es geht um nichts Geringeres als die Fertigstellung der transkontinentalen Eisenbahn. Ja, das war der einfache Teil. Da müssen wir jetzt nicht viel drüber reden. Das war ja easy money. Beziehungsweise only money. Weil das hier zu bauen, ja. Die zwei Städte anschließen. Es könnte anspruchsvoller sein. So, hier wird vermutlich passieren, dass wir relativ schnell die Gleise wechseln. Im North Plate, sobald wir da nach Norden wollen. Aber das passiert gleich. Wir bauen erst unsere initiale Strecke fertig. Und das so Sioux Falls, Omaha, fährt hier auch noch schön. Wir können die Höhenlinien wieder wegnehmen. Und wie wir sehen, der Bahnhof hier wird schon relativ groß. Und wir wollen von Omaha nach North Platte. Natürlich habe ich rechts links vergessen. Das macht aber nichts. Da ist jetzt tatsächlich die Frage, welche wir nehmen. Aber ich werde auch hier erst einmal die Rogers Mogul einsetzen. Auch hier ist natürlich der Punkt, wir werden jetzt am Anfang Gemischtwaren fahren, aber das muss sich ändern. Und das ist, denke ich, ein guter Start. Wir haben hier abgeschlossen. Jetzt, das war das Pflichtprogramm, jetzt kommt die Kür. Jetzt müssen wir Kohle verdienen. Das ist ja das, was wir am liebsten machen. Aber vorher ein bisschen Zeit in den Lokschuppen, weil ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von Purple. Also nichts gegen Purple, aber ich mag meine Loks gerne im klassischen Corporate Design. Blau. Schwarz. Und ein etwas dunkleres Weiß. Das heißt dunkleres Weiß. Hier Silber. Ja, beige. Das sieht doch schick aus. Da fühle ich mich wohl. Das wollen wir so haben. Einmal auf die Hupe, damit es auch wirklich passt. Was ist die andere, die wir haben? Die Hulda haben wir nicht. Die American haben wir auch nicht. Den Ten-Wheeler haben wir gebaut. Auch den müssen wir natürlich in schwarz, dunkelrot und ja, schick. Auch der hupt sehr schön. Haben wir einmal gehört. Ist auf der Strecke Abfahrt. So, jetzt sehen die Züge auch schicker aus. Und Omaha und dergleichen sind angeschlossen. Das bringt uns North Platte. Ressourcen. North Platte soll wachsen. Und die Ressourcen sollen eingebunden werden. Und ja, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Zug North Platte hierhin darüber haben, sehr, sehr hoch. Dass der dann nördlich hier hinfährt, um hier die beiden Grundressourcen dahin zu bringen. Aber jetzt brauchen wir hier erstmal, dass der Kleine hier ankommt und uns hier die Prämie einheimst. Und das Gleiche gilt hier. Die Prämie will ich natürlich haben. Mittendurch. Beide. Und der soll hier runterkommen. Den wollen wir natürlich bis hierhin. Und natürlich, aktuell können wir hier noch auf Gleis 1 gehen. Da wird es aber relativ zügig zu Verschiebungen kommen. Was ist das denn? Ein Hügel oder was? Kann ja nicht sein. So. Warum fahren wir hier nur mit 70 ein? So. Ja, das passt. Da können wir jetzt einmal die Schiene hier mitnutzen.
Hatte ich schon erwähnt, dass wir hier rechts und links fahren? Nee, oder? Aber das macht nichts. Wir können jetzt hier auf jeden Fall Northblade Davis Station. Davis Station. Ja. Da kann ein Ten-Wheeler drauf, einer reicht. Der ist auch relativ teuer, Abfahrt. Und auch hier wollen wir die Züge warten können. Ab dafür. Da ist er. Und so, die erste Anschlussprämie ist da. Und damit freuen wir uns schon mal. Wir sparen hier auf die 300 Punkte. Das ist noch relativ wichtig, dass wir hier die Express-Lok bekommen. Sobald wir die haben, werden wir hier Omaha eben entsprechend umsetzen. Und ja, diese Waren von hier müssen dann nach Carter. Und von Carter soll sie dann über die entsprechende Güterbahn transportiert werden. Hier haben wir schon mal Fleisch für Northblade. Das kann dann auch hier abgeholt werden. Dann muss der nämlich hier auch kein Fleisch mehr fahren. Aber noch soll er es mitnehmen. Alles gut, soweit. So. Damit haben wir doch, denke ich, einen guten Start hingelegt. Ich bin mir sicher, das gefällt uns allen. Mein, der Basisaufbau ist relativ klar. Hier oben Zucker. Die Prämie wollen wir noch holen. Die Holzprämie hier nach Kansas City auch. Wie lange haben wir da noch? Einen Monat. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Und wir müssen ordentlich Dampf machen, denn bis zum Promontory Point ist es ein sehr weiter Weg. Wir müssen unbedingt vor der Central Pacific Railroad dort sein, sonst schnappen die uns Land weg. Okay, also gut. Jetzt geht's um Omaha. Die Bilanz war jetzt nicht unbedingt der große Einstieg, aber auf nach Westen. Und jetzt geht's um die neuen Waren in Omaha. Da können wir noch einen Blick drauf werfen. Hier, in Omaha. Halten wir kurz die Zeit an. Wir lassen sie laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir müssen auf 35.000 Einwohner. Also, ihr kennt das Projekt. Und damit wird es jetzt weitergehen. Omaha soll wachsen. Wir warten noch, bis die Prämie da sind. Und da ist er. Northblade kommt an. Northblade kommt an. Nein, das ist der von... Wo ist der Zug hier? Ach, der lädt hier gerade auf. Der holt hier schon mal den Mais aus den großen Feldern und fährt jetzt ab. Okay, dann dauert das noch einen Moment. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen weiter, wohin die Reise geht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Tschüss. Bis dann.